Rein. Ach, da wäre ich eh nicht rangekommen. Okay, was haben wir hier? The Moon. Und da haben wir so ein Dingen, Blutspende. Ihr wisst, was es bedeutet. Erstmal gehen wir da rein, um mir einen Schlüssel zu holen. Schlüssel? Jo, gib! Gib her! Nein! Schlüssel! Nein, ich brauche keine Bombe. Hier vielleicht. Also ich habe so das Gefühl, dass die Hütchenspieler... Oh. Können wir direkt schon mal zwei Spenden gehen, habe ich so ein Gefühl. Zack. So, sehr schön. Bisschen Geld mitgenommen. So, Schlüssel. Ja. Da. Nein, er gibt doch den Schlüssel her. Was ist denn mit dir? Hier, nimm. Ja, Herz hierüber. Herz ist auch in Ordnung. Gib. Nein. Was ist mit dir? Ja, Schlüssel, genau. Gib. Boah, hallo? Schlüssel. Oh, Herz. Herz. Kann ich spenden gehen. Zack. Zack. Ach, guck mal. Schon fertig. Sauber. Sehr schön. So, hier, Herz war da drin. So, jetzt gib mir doch bitte um Gottes Namen einen Schlüssel. Und du auch hier. Gib Schlüssel. Da. Ah, zwei Geld. So, komm, Schlüssel. Nein. Ja, Herz habe ich genug. Ja, ich habe genug Herzen. Gib. Boah, keine Bombe. Da. So, jetzt gebe ich dem nochmal eine Chance, denn... Na, ich muss das Geld mitnehmen, sonst habe ich keine 15 mehr und kann im Shop... Event ja, sauber. So, jetzt komm. Ja, Schlüssel. Und jetzt gib den auch. Nein! Ey, das ist so ein Scheiß-Noob. Ja, toll. Okay, wir warten ab und gehen erstmal gucken, ob wir vielleicht nicht noch irgendwo anders einen Schlüssel herkriegen. Und dann halt, wie gesagt, mal im Shop nachgehen sehen. Aber was Schönes ist, dass wir... Ach, den Kleingeldmann gibt es hier auch noch. Wie gesagt, ich möchte persönlich lieber erstmal im Shop nachsehen, bevor ich jetzt hier weitermache. So. Ja, also beim Kleingeldmann. Scheiße, da hänge ich fest. Bevor ich beim Kleingeldmann weitermache. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit unseren Herzcontainern. Oh, da ist ein bisschen Geld. Das heißt, im Notfall können wir auch nochmal uns versuchen, etwas zu erspielen. Ich bin wirklich very, very zufrieden bisher mit unseren Ergebnissen hier. Gerade mit unseren Health-Ergebnissen. Ja, die gefallen mir wirklich außerordentlich. Also der Patient entwickelt sich wirklich sehr gut. Ja, jetzt könnte es ein bisschen ekelhaft werden, wenn die beide von... beiden Seiten auf mich zukommen. So, komm. Ja, aber der ist jetzt auch tot. Tschüss. Ja, komm, hier. Geh kaputt. Tschüss. Tschüss. Komm. Ja, und ein Rüstungsherz. Yay. Und eine Bombe. Zack. Und zwei Truhen. Boah, Leute. Eine Menge Geld. Eine Schlüssel. Das heißt, da können wir gleich auch schön in den Shop gehen. So, zack, Nummer 1 ist weg. Ah, okay. Er hat getroffen, aber ich habe ja noch ein paar Herzen. Achso, ist Rüstungsherz, ja, ist eh egal, sag ich mal. Ich habe ja auch noch ein paar Herzen im Notfall da in meinem... Ach, ja, das nehmen wir auf, den nehmen wir auf jeden Fall mit, weil wir haben nur einen. Und in der nächsten Etage weiß man nicht, ob man da so schnell einen kriegt. Wir haben ja auf jeden Fall noch da ein Herz, falls irgendwas passieren sollte in dem Maschinenraum. Und wenn in dem Shop nichts ist, dann gehe ich auf jeden Fall mal eine Runde beim Kleingeldman vorbei, Leute. Ey, ihr Mongo-Affen, jetzt geht mal. Oh, Shibara Halschiga Tendo. Nico de Tendo. Tendo, Tendo, Tendo. Tendo, Tendo. Da bade dam di dam bo dum bo dam bo dim. Bi pam be fam be kam. Bi dam a tur bu 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 bu. Ja, fail. Ja, jetzt habe ich eine gewischt gekriegt, aber egal. Zwei gewischt gekriegt. Wie gesagt, wir haben genug Herzen in unserem Dingen. Deswegen ist mir das ausnahmsweise mal total egal gerade. So, stirb. Tschüss. So, und Geld, da soll ich noch nicht reingehen. Hier kommen wir auch gar nicht mehr rein. Alles klar, dann gibt's jetzt Shop-Tour. Oder, ja, lass mal ein bisschen shoppen. Wir gehen jetzt shoppen, Leute. Jetzt wird geshoppt. Was da Zeug hält. Und dann, hier oben haben wir sogar noch ein Herz drin. Ja, nehmen wir das sogar mit. Ist einfacher jetzt. So, zack, fertig.
Und sollte im Shop nichts Interessantes sein, eine Runde den Kleingeldmann begnügen, beglücken. Ja, da ist nichts Interessantes. Ich fürchte mal, das Einzige, oder vermute mal, das Einzige, was das jetzt hier wieder ist Folgendes. Dass wir am Ende so eine scheiß Karte kriegen, auf der dann steht, ey, du hast 50% Rabatt in deinem Shop. Ja, jetzt beim Shop in deiner Nähe. So. Ja, da, ach nee, der gibt sogar nur Geld, ja. Ja, ja, das ist so ein richtiger Straßenverkäufer hier, so ein richtig Trödelmakler. Ja, guck, der gibt nur Geld. Aber okay, ist für den Kleingeldmann, ist auch in Ordnung. So, dann gehe ich mir jetzt aber hier nochmal die Herzen mitnehmen. Ach, scheiße, jetzt habe ich einen reingeworfen. Ja, okay. Die Truhe nehme ich vorerst nicht mit. Da ich erstmal alles Geld für den Kleingeldmann spenden will, da er ja auch, wenn er abhaut, immer ein Item für uns hat irgendwie. Ja, der ist aber gut geschützt, der Kleingeldmann. Hier. Das ist nicht dein Ernst, oder? Fuck! Fuck! Sag mir das doch, dass der... Oh nein! Ja, Leute, sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Gehen wir hier rein. Goldene Truhe. Eine Menge Geld. Ob wir das brauchen, ist eine andere Frage, würde ich mal behaupten. Aber wir haben es jetzt mal. Ja, es ist nicht schlecht, sag ich mal, so im Nachhinein. Gerade wenn wir dann so in den Areas sind da, wo es auf Moms Heart zugeht. Ja, da werden wir auf jeden Fall hinkommen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Aber ich weiß, dass wir da auf jeden Fall hinkommen werden. Und noch mehr weiß ich, dass wir auf jeden Fall Satan besiegen werden heute. Ja, also nicht heute in dem Part, aber ich werde heute Satan auf jeden Fall besiegen, das erste Mal. Das weiß ich. Das weiß ich einfach. Ich hab's einfach drauf und deswegen weiß ich das. So, ja, wenn ihr euch jetzt fragt hier, warum geht ihr da jetzt so locker mit um mit den Herzen? Wie gesagt, erstens kriegen wir ein Rüstungsherz. Und zweitens haben wir noch ein paar Herzen da, die ich jetzt auch nochmal kurz aufsammle. Und dann sind wir auch wirklich, glaube ich, perfekt vorbereitet für den Endkampf hier. Gegen, was weiß ich, boah, hoffentlich nicht Gurdy, ey. Gurdy habe ich schon lange nicht mehr gesehen, zum Glück. Aber der Gurdy hier regt mich halt auch richtig auf. Das ist somit der größte Drecksnoob, den es gibt. Was wir noch machen? Schlüssel. Ich habe jetzt irgendwie noch einen Schlüssel. Stimmt, ich habe einen Schlüssel verloren, weil ich ja da Dingens war. Aber Schlüssel brauche ich auf jeden Fall. Das wäre ganz, ganz wichtig, einen Schlüssel. Was ist das jetzt hier? Fragezeichen. Ja, die Health-Down-Pille haben wir schon. Och, das ist doch nicht dein Ernst, ey. Boah. Mein Gott. Okay. Und wie heißt es? Die Karte, die wir da gerade fallen lassen haben. Ich wusste gar nicht mehr, dass wir eine haben. Ich habe das schon wieder verdrängt. Aber einen Schlüssel hätte ich gerne noch, damit die nächste... Ach so, stimmt, The Moon. Damit die nächste Etage garantiert ist. Ja, jetzt aber, komm. Jetzt mal von der Seite rangehen. Das ist doch nicht sein Ernst, Alter. Gib mir doch mal einen Schlüssel. Weißt du, sonst kriegst du einen Schlüssel hinterhergeworfen, aber jetzt nicht, oder was? Das ist doch nicht euer Ernst, ey. Ein so ein verkackter Schlüssel wird da wohl drin sein. So, komm. Ja, Geld, 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 Geld. Ich will kein Geld. So, ja, komm, mach. So, komm, zack. Los, eine Fliege, Alter. Meine Güte. Toll. Toll. Jetzt habe ich nur noch hier die Chance, an den Schlüssel zu kommen. Ach, wisst ihr was am Arsch, ey. Da ist die Chance größer, dass ich da unten einen finde. Oder da unten einen Shop habe, in dem einer ist. Als dass ich hier jetzt noch irgendwo so einen verkackten Schlüssel herkriege. Die wollen mich voll verarschen. Jetzt habe ich auch noch so einen Scheißhaufen auf dem Kopf. Was soll das denn? Ey, ich finde das echt nicht in Ordnung. Solange es jetzt nicht Gurdy ist, ist alles in Butter. Ach, es ist... Ja. Oh ja, komm. Ja, kaputt. Ja, natürlich. Lass dir... Was macht die Karte? Boah, Alter! Nein! Ey, hier ist ein Schlüssel. Sauber! Gut, dass wir hier lang gegangen sind. Es hat sich gelohnt. Es hat sich wirklich gelohnt. Ey, wie ärgerlich ist das denn bitte? Bah. Schön, jetzt weiß ich wenigstens auch, was The Moon macht. Da werde ich bestimmt nicht nochmal drauf reinfallen. Schön an der Sache ist nur, dass ich den scheiß Jump jetzt ohne mein Epic Item, mein Space Item machen darf. Bah, ey, leck mich doch.
Bah, richtig ekelhaft, ey, richtig ekelhaft. Richtig ekelhaft. Aber jetzt sehen wir mal, wie der sich hier verändert, der Jump, ja? Also der ist nicht immer derselbe, sondern manchmal sind am Anfang, ist keiner von den roten Viechern dabei, manchmal ist einer dabei. Kann man also nie so genau sagen. So, komm jetzt hier, Jump, ey, ohne Scheiß. Geh sterben, ey, geh sterben, geh einfach sterben. Ja, manche meinen ja, man kann den halt auch mit Bomben besiegen, aber ja, ich frag mich, wie soll ich das machen, ne? Da müsste ich ja jetzt gleich, wenn er auf mich zurennt, die Bombe schnell legen, abhauen. Das ist gar nicht möglich für mich hier in meiner Situation, in meiner Brilliantness. So, vom Spiel her, so, kaputt, sauber, kaputt. So, geht kaputt, komm, tschüss, Item, sehr schön, weiterer Herzcontainer. Satan gibt heute nicht für mich, ist aber auch egal. Wir sind schon in The Depths, keine Ahnung. Ja, die Tiefen, die Tiefe. Und da haben wir auch direkt den Geheimraum, gehen wir direkt rein, könnte Kohle bringen oder ein Item. Bringt wie immer oder wie oft Kohle. So, einmal bitte kaputt machen und ein Damage-Up-Item hätte ich gerne jetzt gleich irgendwann mal, weil Damage-Up habe ich noch nicht. Habe ich... So, das haben wir jetzt gleich. So, fertig. Jetzt kommen wir ja langsam hier in diese Tiefen mit der Schreieische und dem ganzen Gedöns. Oh, Geld. Nimm das Geld mit. Bei der Macht von Geld. I be owning the world. Ja, das ist natürlich echt scheiße mit vier so Superbrains hier. So, aber kaputt und ein Geldstück, ein bisschen Nickel, Nickel. So, ach du Scheiße. Komm. So, geh kaputt. So, und geh kaputt jetzt. So, zack und tschüss. Ey, geh weg. Eine Bombe, okay, nehme ich mit. Aber die Etagen werden ja auch echt immer größer. Ich habe letztens mal überlegt, eigentlich könnte man auch echt durchrennen, oder? Man könnte doch immer nur den Itemraum suchen und dann irgendwie, also wenn das überhaupt so möglich ist, ja? Und dann irgendwie einfach zum Boss gehen und fertig. Ich meine, was wäre daran schlimm? Da wäre nichts Fatales dran, sag ich mal. Alter. Jetzt hat er mich geownt. So, fertig. Zack und zack. Aber wo ist der Itemraum, meine Freunde? Hier. Nein, nicht die. So. So, sauber. Jetzt habe ich die wenigstens schon mal abserviert. So. Nein! Fuck doch! Da oben ist ein blauer Stein. Nein. So. Oh, was ist das denn? Was habe ich denn da bekommen? Damage up! Yay! Wie geil ist das denn? Achso, ne, wir machen erst zu Ende. Ich wusste gar nicht, dass es sowas in Steinen gibt. Wie episch. Oh, Leiter. Jo, dankeschön. Und ein Schlüssel für den Itemraum nehme ich mal mit. So. Sehr schön, haben wir ein bisschen Geld ausgegeben. Aber das wusste ich echt nicht. Also das ist, ach ja, okay. Das ist wirklich auch Damage-Up-Items oder generell so richtig übertriebene Items gibt in solchen Räumen, wusste ich nicht. Ja, ich bleib einfach mal am Eingang stehen und mach sie kaputt. Warum denn nicht? Ja, dann würde ich sagen, Junior Larry-Typen da, das habt ihr toll gemacht, wirklich sehr gut hingekriegt. Ah, jetzt gehen wir erstmal runter. Mit meinem tollen Damage-Up dürfte das ja jetzt auch wesentlich einfacher sein. So. Oder halt, ne, hier könnt ihr auch einfach schön von mir aus mal euch eine Runde schlafen legen, auf den Stacheln. Und von mir aus so ein bisschen ägyptischen Feuerläufer, Stachelläufer da, diese Brettlieger. Ja, die kennt ihr doch bestimmt auch, oder? Diese Brettlieger da, diese richtig lustigen... So, hier kommt er nicht hin. Leck mich. Tschüss. Und ein Penny. Ein Cent im Pennymarkt. Alter, wie viele von denen denn noch?
Hab langsam keinen Bock mehr auf euch. Ihr nervt. So, okay, jetzt habe ich einen kassiert. Nicht so schlimm. Das war nur mein Rüstungsherz. Nur ist gut, ne? Aber immerhin. So, und hier kriege ich eh wieder ein bisschen was. Komm schon. Ja, okay. Eine Menge Geld ist jetzt nicht so unbedingt das, was man braucht. Zwingend. Ach, Rüstungsherz, sauber. Und hier kriege ich jetzt ein epiges Item. Komm schon, was ist das? Special Tears. Nein! Alter, fuck you! Doch nicht. Oh. Special Tears. Jetzt weiß ich wenigstens, dass das auch mal Special Tears ist. Ich vergesse es immer wieder, was das ist, ey. Ohne Scheiß. Und Special Tears ist für mich die größte Scheiße, die es gibt. Das ist zwar jetzt hier in solchen Situationen bedingt, aber auch nur wirklich bedingt gut, meiner Meinung nach. Aber eher nicht fördernd. So, komm schon. Ja, man kann zwar jetzt, ich kann überall durchschießen, aber was bringt mir das denn? Das bringt mir doch gar nichts, ja? Toll, super, schießt ihr hier durch, weißt du? Toll. Ja, und hier brauche ich das ja noch nicht mal, ja? Hier, toll, schießt ihr durch die Kacke. Die Kacke ist da, um kaputt gemacht zu werden und nicht, um irgendwie da durchzuschießen. Das ist doch voll irrsinnig. So, fertig. So, hast es bald. So, komm, mach! Zum Glück habe ich meinen Gehilfen dabei. So, und ja, super. Für ein bisschen, ja. Weißt du, wisst ihr, das sind halt jetzt wieder hier diese Battle-Räume, die wieder für mich in keinem Verhältnis zur Realität stehen. Wie kann man denn für ein paar Schreieische so wenig geben? Alter, die sind doch voll schwer. So, und jetzt kommt's noch. Ja, natürlich. Okay, Schlappanzüge, aber die der einfachen Art, die gehen noch. Also da muss man normalerweise ohne Treffer rauskommen. So. Und jetzt... Ja, die aber doch nicht. Boah, bah. Oh, wie... Ah, mein Cube of Meat. Ja. Komm. Ja, sauber. Da habe ich sie mit dem Cube of Meat kaputt gemacht, Leute. Mein Gott, ey. Das war aber schon so ein bisschen Glück jetzt auch, würde ich mal raten. So, Fistula, du bist wahrscheinlich gleich auch noch mein Gegner, also bleib mal korrekt bitte zu mir. Du kannst mich gleich noch zerstören. So. Komm. So, zack, 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 zack. Und noch ein... Ach, ich bin ja noch voll. Ich hab gedacht... Ach, das war mein Rüstungsherz, ne? So, Geheimraum haben wir mitgenommen. Ansonsten gibt's hier nichts mehr für uns zu tun. Dann werden wir auch schleunigst zum Endgegner übergehen. Der absolut epische. Wer wird es sein? Wer wird es sein? Schreibt jetzt in die Kommentare eure Vermutung. Ich sag Fistula. Nein, Monstro 2. Ach, wie ich ihn liebe. Mein lieber Monstro, du richtige Bonze, du. Ja, du Bonzen-Typ, ja? Ja, hast du Bock auf ein bisschen Strahl, hä? Ja, hab Bock auf Strahl, dann strahle ich zurück. So, toll, super klasse. Super, toll. So, komm. Geh kaputt. Ja. Super. So. Zack. So. Komm. Ja. Ist langsam gut. Hast du bald? Hüpft doch mal noch mehr rum. So, komm jetzt. Geh kaputt. Tschüss. 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 Und Lipstick. Das ist Range oder so. Ja. Range up. Kein Satan. Wir haben dem Satan ja auch ein paar Mal unsere Geschäfte hier abgeschlagen. Oder seine Geschäfte, die er mit uns machen wollte. Seine Angebote. Aber wir sind schon in Etage 6 angekommen. Das heißt, hier ist Mutters Heart. Ach, jetzt habe ich vergessen. Hätte ich direkt den Secret Raum mitnehmen können. Da haben wir die Tür aufgesprengt. Sehr schön. Ach, in der Mitte haben wir auch nochmal so ein Mongo da, der ein bisschen was schießt. Die komischen, unterbelichteten Steinwesen. Hallo, Chomp. Ich hasse dich schon als Gegner. Weißt du das eigentlich? Ja. Gut, dass du dich auch selber zerstörst. Finde ich gut. Ja, okay, jetzt habe ich kassiert. Muss ich zugeben, hat er mich gehabt. Jetzt habe ich ihn, aber komm schon.
Ja, komm schon, Champ. Komm. Ja, da habe ich ein... Da geht er heulen, da geht er...